Kolleginnen und Kollegen der Grünen, Sie standen in dieser Situation vor der historischen Entscheidung, was Sie denn sein wollen. Ob Sie eine Anti-Atom-Partei sein wollen oder eine Klimaschutzpartei. Sie haben Ihre Entscheidung getroffen. Wir nehmen klimafreundliche Kernkraftwerke vom Netz und fahren klimaschädliche Kohlekraftwerke hoch. Das ist die Hypothek, mit der Sie in den nächsten Jahren leben werden, meine Damen und Herren. Und da haben Sie jegliche klimapolitische Glaubwürdigkeit verspielt.